Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War 3 Kingdoms mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen, schlanken Dong, der glücklich ist. So sieht er tatsächlich aus. Ich komme immer wieder gerne drauf zurück. So sieht er aus, wenn er glücklich ist. Und wir gucken mal, was wir heute machen. Wir kümmern uns sicherlich nochmal ein bisschen um die Liang-Rebellion. In der Salzmine rumzustehen, das bringt uns auf Dauer ja sicherlich nicht so weiter, ne? Wie viel kommt du rein nochmal momentan? Eins. Moment mal, wir sehen es ja auch hier, ne? Wir haben zwei kommt du rein momentan unter unserer Kontrolle. Frage ist, ob wir noch eine dritte brauchen. Also ich habe ja so ein bisschen noch mit an Ding geliebäugelt. Nutzt ihr Hof, Ackerland, Werkzeugmacher, ist okay. Die Ortschaft hier, wenn wir die bekommen, ist schön. Wir müssen aber halt dann tatsächlich wirklich sehr viel kolonisieren und das kostet unfassbar viel Geld. Also da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also die Frage ist, ob wir das wirklich brauchen oder ob wir nicht versuchen, unsere Lande ein bisschen anderweitig aufzustellen. Ne? Das ist, ja, da bin ich mir echt noch nicht so sicher. Vor allen Dingen haben wir momentan auch wieder eine Technologie frei. Da müssen wir auch noch gucken, was wir da machen. Ich sehe es halt hier so, also eine sehr, sehr nice Sache wäre die zusätzliche Verwalterposition, wobei wir momentan ja nicht ausreichend Charaktere haben, die wir einsetzen können. Der Bonus auf die öffentliche Ordnung, der ist okay. Hier seht ihr, also wir bräuchten, also was wir noch bräuchten, was wir brauchen. Zusätzliche Aufträge, Verwalterpositionen und was bekommen wir hier? Baukosten, Siedlungsverwalter, ah, das ist alles so unsinnig, ne? Braucht man nicht so wirklich. Hier, da sind noch ganz brauchbare Sachen dabei, also hier 1, 2, 3, da können wir uns durchforschen, das ist ganz gut. Korruption ist noch nicht so unser großes Problem, da bin ich noch nicht so, also das müssen wir noch nicht unbedingt jetzt erforschen. Bevölkerungswachstum ist so ein bisschen ein Ding bei uns und Verstärkungsrate sicherlich auch. Ich glaube hier 10% mehr Nachschub ist auf jeden Fall ganz gut. Die Krähenfüße sind auch okay. Das ist nicht so wichtig auf jeden Fall. Hier die zusätzlichen Boni auf die Landwirtschaft, die sind auch ganz nett, weil wir brauchen irgendwann auf jeden Fall zusätzliches Bevölkerungswachstum. Das ist halt eine ganz wichtige Determinante für unser Einkommen auf jeden Fall, weil wir eben eher versuchen wollen, toll zu spielen. Zumindest ist es mein Anspruch, ob wir das wirklich einlösen können. Das müssen wir mal gucken. Ich sag mal so, wir nehmen jetzt die zusätzlichen Militärvorräte und die Holzpfähle und das Öl, das können wir auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Das schadet uns hier nicht. Wir bleiben noch ein bisschen hier drin in unseren Siedlungen stehen, spielen noch ein bisschen passiv und gucken mal, wie es gleich weitergeht. Also wir müssen noch nicht sofort losschlagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Lange Rebellion ist ja auch sehr aggressiv hier momentan unterwegs. Zusätzlich sind ja auch noch die gelben Turbane hier. Ach ja, vielleicht, also ich kann auch nochmal darauf zu sprechen kommen, es gab ja einige Leute, die waren jetzt nicht damit zufrieden. Adlige Geburt Dong Jinlan, okay. Erwachsen werden, Zhong Hong. Okay, müssen wir uns gleich mal angucken. Es gab ja einige Leute, die waren nicht damit zufrieden, dass ich Zhang Yan abgemurkst habe. Den habe ich ja rekrutiert, um ihn abzumurksen, ne? Man muss halt sagen, die Option gibt es, glaube ich, halt auch nur bei Dong Zhuo, ne? Das ist der Einzige, der das machen kann. Und da wird man sich schon Gedanken darum gemacht haben. Natürlich ist es ärgerlich, wenn es dann halt eben so ein, wenn man dann halt so einen anderen relativ mächtigen Charakter ausschaltet. Ich habe das ja auch so ein bisschen erklärt, also man kann ihn, also er ist auch ganz sinnvoll hier gegen diese Turban-Revolte, ne? Das ist auf jeden Fall, ich würde auch sagen, also entscheidet selbst für eure Kampagne natürlich, ob sowas ein Exploit ist oder nicht. Ich glaube, es ist eigentlich keiner, weil es ist durchaus beabsichtigt, dass man das tun kann. Also das ist ja wirklich eine beabsichtigte Mechanik in diesem Spiel. Soweit ich jetzt weiß, nur der Dong kann halt hingehen und die Leute abmurksen, um diese Machtpunkte halt eben auch zu bekommen, ne? Oh shit, ich habe was vergessen. Aber wartet mal, lass mich mal gucken. Ja, die ist nicht so ganz glücklich, aber wir sind noch über 20, also das ist noch im grünen Bereich momentan. So, der Zhang Hong. Was ist denn mit dem hier überhaupt? Der hat diesen, für meine Begriffe, sehr starken Nahkampfskill.
Das ist halt ein sehr guter, das ist eine sehr gute Skilltree-Entwicklung. Er ist herzlich, demütig, plus 10 Zufriedenheit und er ist rachsüchtig. Das sind nicht die schlechtesten Eigenschaften. Er reist schon wieder zurück. Wir nehmen den noch ein Momentchen mit. Der ist ja momentan noch zufrieden, ne? Kann ich ihr nicht noch irgendwie einen. Gibt es hier nicht auch noch irgendwas Billiges? Wer mag mich denn? Richtig gerne. Lügi mag mich. Ausgezeichnet. Sprecht. Ich guck mal ganz kurz, Willkommen, Freund. Ob wir hier noch irgendwas Billiges finden. Willkommen, Freund. Ich sage hier, Seid wir gegrüßt. brauchen ein Auktionshaus. Willkommen, so nehmt Platz. Ah, ne, ha, Moment. Nix hier. Willkommen, so nehmt Platz. Ich guck das jetzt nochmal hier. Na, okay, gut, vergiss es. Es ist okay. Ich krieg's hier nicht hin. Dann lass das mal. Niu Fu und Jian Lan Yu sind auf jeden Fall jetzt hier schon mal aus dem Rennen. Militärvorräte hier sind bald wieder voll. Ich kann nicht zu lange zu passiv spielen, aber eine Runde geht auf jeden Fall noch, glaube ich. Wir haben nichts davon, wenn wir so. Also, wir müssen versuchen, bei Dong Zhuo auch so ein bisschen vorsichtig zu spielen. Also, er war ja als General sicherlich nicht untalentiert auch, aber er war jetzt auch nicht so derjenige, der einfach alle Leute niedergemetzelt hat, einfach nur weil er es konnte oder sowas. Also, auch wenn er sehr grausame Sachen hat durchführen lassen. Aber gut, da kommen wir noch gleich zu. Also hier. Ja, gut, Liu Hong hat Kong Rong den Krieg erklärt. Fraktionsregentschaft Yuan Yi. Okay. Der ist also weg. Dong Pei Shan bekommt den schweren Rückstoß, meine ich. Sie ist jetzt keine schlechte Generälin auf jeden Fall. Okay, vergiss das mal bitte gerade. Was kann Wei Huang? Ehrlich. Fröhlich. Hartnäckig und diszipliniert. Gelungen ist tatsächlich nicht so schlecht. Der ist übrigens legendär, weil der über 100 Entschlossenheit oder ziemlich genau 100 Entschlossenheit hier da. Plus 6000 Bevölkerungswachstum für die verwaltete Komturei. Also, Guoxi könnte auch ein guter Komturei-Verwalter werden. Müssten wir allerdings. Müssen wir allerdings mal schauen, was wir da noch so. Ja, also gut, ich finde diese. Ja, die Streiter, die sind echt brauchbar. Ich weiß ja nicht genau, wie wir das mit dem machen.
Ja. Es ist alles okay. Und warte mal, wie war das nochmal bei dem hier, Eugene? Charaktererfahrung. Chancen auf Gefangennahme. Und ja, okay. Man kann ja die Fraktionshauptstädte ändern, ne? Der Zhang Bao hat das jetzt gerade gemacht. Wir haben eine Stadt ausgebaut. Was haben wir noch hier? Da Charakterrang erhalten. Das haben wir ja gerade getan. Okay, ich sag mal, wir setzen uns jetzt mal hier in Bewegung. In den Krieg. Ich möchte gerne sehen, was da so passiert. Im Laufschritt. Marsch! Wenn ruhig ein bisschen weiterlaufen. Ich denke jetzt nicht, dass er da so rankommt. Zwei Runden noch. Stopp. Das ist momentan der Auftrag in Chihe, ne? Okay. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf das Bevölkerungswachstum. Müssen jetzt mal gucken. Einkommen bringt mir nichts. Einkommen bringt mir nichts. Verschleiß, Nachschub und Runden für Musterung bringt mir auch nichts. Okay, dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, dann machen wir Jianlan Yu nochmal hier rein. Nifu, da warten wir mal, bis der zurückkommt. Und hier, damit sich hier überhaupt gar nicht erst irgendwie diese öffentliche Ordnung hier breit macht, schicken wir hier noch den Dong Min rein. So, ich kann die mal befördern. Das sollten wir auch mal machen. Plus 10 für die Dauer von 10 Runden. Scheint mir nicht unsinnig. Was machen wir noch mit Niu Fu? Wir könnten den auch noch hier in die Armee nehmen. Wir könnten auch den Zhang Hong noch in die Armee nehmen. Der ist zwar im Unterhalt etwas teurer, insgesamt aber nicht so kostspielig. Ja, ich weiß es noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Du kannst dich auf jeden Fall auch mal so langsam hier rausbewegen. Du hast jetzt auch volle, du hast jetzt volle Ressourcen, ne? Lauf mal hier Segel. hin. Überqueren. Wir gucken uns hier mal gerade so ein bisschen um. Macht euch bereit. Gemeinsam. Für die Harmonie. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, hier jetzt sofort Leute zu rekrutieren. Wir gucken mal. Da müssen wir aufpassen, da oben. Vielleicht laufen wir auch da hoch mit einem von denen. Zhang Lang ist vernichtet worden, nicht schlecht. Respektiert mich. Ausgangsstellung. Zeigt keine Gnade. So. Rebellion ist halt einfach so weit weg, ne?
Das Schicksal Chinas erwartet uns. Mhm. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sieht denn das hier? Das ist ein Freund von Luigi, okay. Immer weiter. Können mal gucken, ob wir ihn hier in die Armee reinstopfen. So, wir haben jetzt hier unseren Baumeister drin, ne? Diese zusätzliche Nahrungseinkommen, das bringt uns hier nicht so viel weiter. Ich würde eher sagen, da sollten wir eine Schule bauen, weil die brauchen wir auch noch für weitere Technologien. Oder halt eben einen konfuzianischen Schrein oder so eine Verwaltungskanzlei. Ne? In zwei Runden haben wir die nächste Technologie. Das wäre gar nicht mal so doof, wenn wir da jetzt sowas noch bauen. Ne? Lass mich mal gerade gucken. Hier... Da noch eine zusätzliche Verwalterposition, ne? Die gibt's halt hier. Und. Wo gebe ich die noch? Moment. Ne, da komme ich ja so ran, ne? Okay, aha, da komme ich erstmal so weiter. Und das dauert wieder relativ lang. Und hierfür brauche ich einen ländlichen Steuereintreiber. Ist nicht doof, wenn man das Ding da einmal geforscht hat, ne? Auf der anderen Seite hier für die Charaktererfahrung, da brauche ich diese Schule, ne? Und das ist auch nicht schlecht, wenn wir diese Schule mal hatten. Wir können die hier ruhig bauen, also mehr Charaktererfahrung fraktionsweit ist jetzt nicht so schlecht. Hier würde man jetzt wahrscheinlich normalerweise, oder wartet mal gerade, wir sind glaube ich gar nicht mal so schlecht dran, auch wenn wir hier diese Arbeitsstätte für Landstreicher bauen. Das ist auch nicht so blöd. Das bringt uns ja nochmal zusätzliches Bevölkerungswachstum, ne? Okay. Mitgefühl schwächt den Willen. Ja. Diese Provinz hier von Anding, die ist halt einfach riesig. Ne? Es ist die Frage, ob wir 4000 ausgeben wollen, um das Teil hier zu bekommen. In Betracht der Tatsache, dass auch hier unsere Vorräte halt so rapide schwinden. Bleibt ruhig. Immer vorwärts. Bleibt resolut. Kann man sich das auch mal fast überlegen, ne? Ausgangsstellung. Okay, pass mal auf. Ja, wir nehmen uns mal hier das. Ja, wir haben einen Charakter rekrutiert. Ein Ruf zu den Waffen. Mhm. Tianjing. 22 Jahre jung. Nicht so schlecht geskillt. Scharfsinnig. Der ist gar nicht so schlecht. Kostet aber halt alles wieder Geld, ne? Es kostet halt alles Geld. Niu Fu würde ich gerne behalten, einfach nur, weil der so aus Rollenspiel technischen Gründen auch in meinen Augen wichtig ist, ne? Aber wir haben genügend, ne? Wir haben genügend Strategen momentan. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch einen. Warte mal, wie alt sind die denn? Der ist 60. Na, okay, gut. Der ist vielleicht... Vielleicht macht er das gar nicht mehr so lange, ne? Der Zheng Xuan. Besinnt euch des Friedens. Der ist ja hier, ne? Bereitet euch auf Krieg vor. Er zwingt nicht das Unmögliche. Ist die Frage, wollen wir hier überhaupt dieses Ackerland ausbauen? Komm, wir machen das mal. Das bringt ja ein bisschen Prestige, ne? Für
China. Das müsste ich jetzt ausfechten. Dann machen wir das noch gerade. Dann sind wir auch mit dem Part für heute auch fertig danach. Dies wäre kaum meine Zeit wert. Doch aller Verrat muss entwurzelt und zerstört werden. Hm. Danach ist der Dong aber halt dann auch schon wieder fertig da oben, ne? Also muss dann auch da oben nicht mehr viel machen, ne? Bogenschützen, haltet euch bereit! Achtung, Krieger! Ach, wir haben da gar keine. Ach, guck mal, der hat da Türme, dann ist besser delegiert, ne? Dann hätte ich das besser delegiert. Also da können wir ja, na zumindest hier, wenn wir nicht von zwei Türmen geschossen haben, wir müssen uns mal gerade in der Vogelperspektive uns angucken, ne? Das ist ja hier Positionierung, ist ja hier alles. Also am besten würde ich sagen, am besten hier den Turm attackieren. Da können wir nur von, da können wir ja nur hier beschossen werden, ne? Und ansonsten können wir ja mit dem Dong immer noch woanders hinlaufen, ne? So, dann gucken wir mal. Bereit machen! Feuer frei! Kämpft! Waffnet euch! Halt euch! Pass auf. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die. Ah, doch, oh ja, ich werde sie hier brauchen, ja. Falls er rauskommt, brauche ich sie. Ein Kamerad wird angegriffen! So, jetzt könnte mal so der erste Schuss auch kommen. Bewegung! Achtung, Krieger! Bereit machen! Tötet sie! Keine Einheit schießt. Unser Sieg rückt immer näher! Oder? Ja doch, ne, ich sehe es nur nicht, wenn die schießen. Ne? Bereit machen! Bereit machen! Schnell ausrücken! Achtung, Krieger! Es ist soweit! Ne, die schießen nicht richtig. Ich muss den Nahen nochmal attackieren. Denn, der kommt sonst wieder. Ihr seht das ja, ne? Der hat 2 Punkte Moral. Dann holen wir mal die Kraft noch mit da rein.
Also da ist der größte Kokolores, den ich je gesehen habe. Ne? Ich muss es wirklich sagen. Also ich. Die Krieger fliehen! Feige Hunde! Ja. Das verwundert mich jetzt halt auch nicht so, ne? Weil. Ich meine, unsere Bogenschützen machen ja auch nur irgendeinen Kokolores da hinten, ne? Komm. Unsere Männer rennen davon! Haben die keine Keilformation? Diese Feiglinge! Hätte man noch einfacher haben können, ne? Ja, ja, ja. Da hat der Günner super gemacht, nicht. Aber hätte ich gewusst, dass der so, dass der da so Türme hat und dass ich keine Brandpfeile schießen. Ich hab das nicht mehr nachgeguckt. Letzte Part ist auch ein paar Tage her, dass ich da aufgenommen habe. Es ärgert mich jetzt. Aber gut, ich meine, es ist auch Trash, ne? Wir müssen da irgendwas Gescheites muss da noch rein, ne? Ist jetzt für einen Moment erstmal okay, aber. Muss irgendwas anderes brauchen wir da. Das ist ja nix, ne? Also ich meine. Ne? Nun fürchten Sie meinen Namen. Ja, dann ist das auch schön, ne? Wichtig ist, dass wir halt hier auch die Einschüchterung bekommen, ne? Jetzt ist die Frage, nehmen wir uns das? Ich würde hier vielleicht sogar sagen, wir sollten uns das auch so ein bisschen als Verhandlungsmasse überlegen, ne? Ob wir hier so eine Provinz noch mitnehmen wollen. Ach, guck mal, hinten sind Turbane. Ich habe so eine Ahnung, wer da gleich zu mir kommt. Pass auf. Ja, das bitte auflösen. Ja, das sind echt ganz, ganz schreckliche Einheiten, die mir wirklich überhaupt nichts bringen. Und ich nehme dann lieber noch den, ich nehme dann lieber noch einen hier von denen damit rein. Jian Lian Yu vielleicht. Oder Xia Zhao. Das ist eigentlich mit der Haltung hier, das ist ganz gut mit den Feuerpfeilen. Der würde da gut passen. Wo ist der momentan? Der ist in Chihe, ne? Okay, pass mal auf. Wir bauen das Ding nochmal aus für das Bevölkerungswachstum. Ja, der kommt, glaube ich. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, kommt er jetzt wieder, ne? Ist das so? Ist so, ne? Der kommt wieder. Okay, dann kann er nächste Runde da in die Armee rein. Und dann packen wir danach den Zhang Hong in die Provinz. Oder den Tianjin. Müssen wir mal gucken, wer von denen sich da bewährt. Eins von den beiden Dingern sollte dann ja da passieren, ne? Also ein Werkzeugmacher zu haben, das ist schon nicht unnice, ne? Also ich ja. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann sage ich erstmal, macht's gut. Und in diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.